und Spitzhacken. Wobei wir eigentlich auch alles unten noch haben dann. Müssen eh, wenn wir in die Mine wollen, sollen wir unten in die Mine gehen oder sollen wir eine neue anfangen? Schauen wir gleich. Psst. Gehen jetzt erstmal nach vorne, machen die eine Reihe noch fertig. Dann haben wir das durch, das Thema. Okay, es sind es doch noch Vierer. Naja. So, nice. Dann sind wir damit einmal durch. Finde ich sehr gut. Dann glaube ich, gehen wir einfach mal da unten in die Mine. Nehmen einfach mal alles so mit, wie wir es haben. Damit wir dann theoretisch unten noch ein paar Sachen nachbauen können. Wie zum Beispiel irgendwelche Werkzeuge oder andere Utensilien, die man sonst noch so in der Mine gebrauchen kann. So, ab dafür. Genau, wir hatten hier unten noch mal irgendwie ein zweites Ding. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal hier durch jetzt. Wir bräuchten ein bisschen Eisen, aber ich weiß nicht, wie ich an Eisen kommen soll. Wir sind hier den ganzen. Kann ich ja gerade noch zeigen. Beziehungsweise habe ich gestern außerhalb vom Stream gemacht. Man sieht es vielleicht nicht so ganz da hinten. Aber wir sind hier schon einige Blöcke durch. Und ja, nur vereinzelt auf gut brauchbare Ressourcen gestoßen. Also wir haben oben auch noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, wir haben eben noch 10 Eisen oder so. Aber ja. Ich hätte gerne mehr.
Haben wir noch welche? Und irgendwie die Eisenspitzhacken sind schon schneller, aber irgendwie auch nicht so arg. Ich kann das so das Gefühl. Zum 1:1 Vergleich. Bei den Hacken lohnt sich das nicht unbedingt mit dem Eisen. Lass mal eben hier die Schaufel da einpacken. Das hier oben, das nochmal. Schaufel. Das ist die erste, was habe ich denn? Meine natürlich Licht. Den Licht. Lichtdinger. Kommt irgendwie nicht so das, was wir brauchen können. Das war schon irgendwie die Vermutung, die ich hatte. Da kommt ganz viel Granit, aber wir können gar nicht so viel Granit gebrauchen. Wir bräuchten eher Eisen. Aber Eisen, damit sind wir hier wohl nicht so gesegnet. Wir hatten hier irgendwie, also gestern hatte ich Eisen. So ein paar Roheisen hatte ich. Aber ich meine, wenn man die ganze Zeit Werkzeuge daraus baut, dann ist auch das Eisen irgendwann weg. Gucken wir jetzt einfach mal. Können wir hier mal ein bisschen graben. Was sich sonst so doch noch ergibt. Weil ich will die Mine eigentlich auch geben. Jetzt habe ich ja schon viel gebuddelt. Aber wenn sich halt jetzt erstmal so nichts ergibt ohne großen Aufwand, dann wird schon auch nochmal irgendwie anderswo gucken. Hier. Dann vielleicht eher hier, weil die Granit ist auf jeden Fall nichts drin, was wir gebrauchen können. Außer Granit, aber wenn sich da so eine Riesenader gerade ausbreitet, ist die Frage, ob wir damit wirklich was anfangen können. Schlecht. Das ist in der Tat schon nicht schlecht. Oha, ist aber richtig viel.
Nice. Nice, nice, nice. Das sieht gut aus. Das sieht nach richtig viel Kohle aus. So, da kommt wieder Granit da hinten. Aber das hat sich doch jetzt erstmal gelohnt. Gefunden. Sehr cool. Hier auf der Seite geht auf jeden Fall mehr als auf der anderen Seite. Mehr Kohle, nice. Das freut mein Minenherz. Mein Minerherz. Mein Bergmannherz. Wo wir eigentlich keinen Engpass an Kohle hatten, aber ich meine, einem geschenkten Gaul, dem schaut man erstmal nicht ins Maul. So gut, aber Eisen. Was haben wir hier eigentlich drin? Ah, hier haben wir noch Roheisen drin und Rohkupfer. Okay, hatte ich hier zwischengelagert scheinbar. Gut, können wir mal hier mitnehmen. Bruchstein und Erde packen wir mal alles da rein. Granit auch. Wird sich dann in Zukunft schon jemand drum kümmern? Ich habe jetzt erstmal keinen Bock, mich darum zu kümmern. Und würde gerne tatsächlich erstmal noch irgendwo ein bisschen Eisen sehen.